Hallo meine Lieben und herzlich willkommen One Week with Me. Heute Tag 1, heute ist Montag und ihr werdet die Videos immer einen Tag zeitversetzt sehen. Das heißt, das Video kommt dann am Dienstag online. Also demzufolge ist heute Dienstag, wenn ihr das Video seht. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal eine Woche lang mit in den Stall und zeige euch, was wir so immer treiben. Da ja viele Sachen jeden Tag gleich sind, die wir machen, werde ich natürlich nicht jeden Tag das Gleiche zeigen, sondern ich werde mir immer eine Sache rauspicken pro Tag, die ich euch explizit einfach nochmal mehr detaillierter zeige. Und ja, damit es einfach ein bisschen mehr Abwechslung gibt und die Videos auch nicht allzu lang werden. Heute Tag 1 also somit und Programm heute mit Ruby ist, dass wir heute ein bisschen reiten werden. Das heißt, ihr seht auch endlich mal wieder Ruby und mich in Action. Und ich freue mich, bin gespannt, wie der Dicke heute drauf sein wird. Und wir sagen jetzt erstmal dem großen Hallo. Lust oder keine Lust? Oi.
So, jetzt habt ihr mal endlich seit langem mal wieder ein paar Reiteindrücke gesehen vom Ruby und mir. Und er war heute auch echt gut drauf, also der war, wollte echt gut mitarbeiten. Man merkt halt einfach die Kraft, die lässt dann irgendwann ein bisschen nach, obwohl er dann immer noch motiviert ist, weiterzumachen. Aber da muss man manchmal so ein bisschen gucken. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht einfach, heute mal wieder, wirklich. Ich bin selbst gespannt, wie es aussieht auf dem Video, weil es ja doch immer noch was anderes ist, wie man es fühlt und wie es aussieht. Zumal Ruby ja schon einfach eher der Triebige ist, das war er ja auch schon immer. Aber ja, auf jeden Fall habt ihr jetzt mal aktuelle neue Eindrücke und ich auch dann. Jetzt machen wir dich erstmal fertig. Ja, so, komm. 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 Nicht zu schnell. Esel. Jetzt wirst du sehen, was er richtig krass hat. Ja, da kommt der Schwamm, ne? Geht los. Kann ja auch nicht helfen, Dicker. Hallo? Haben wir uns jetzt verstanden? Gleich hast du dein Tier müssen hier stehen. Und noch jetzt gleich richtig im Karton. Und das rappelt im Karton. Tong, 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 tong. So, nachdem der Dicke jetzt auch ein bisschen sein Heu gefressen hat und abgetrocknet ist, gibt es jetzt Medikamente. Seine tägliche Tablette, die er ja braucht wegen dem Cushing. Da zeige ich euch jetzt einfach einmal, wie ich das vorbereite, wie ich das ihm gebe. Das ist so eine tägliche Sache, die wir machen, wo ich ja gesagt habe am Anfang des Videos, dass ich euch jeden Tag quasi immer ein bisschen aus meinem täglichen Programm zeige. Und genau,
Wir bereiten also jetzt einmal die Tablette vor. Und das passiert eigentlich ganz einfach. Ich nehme einfach einen Hufkratzer und mache hier so 3 Einkerbungen rein, ne, wo dann einfach die Tablettenstücke quasi reinkommen. Meine Tabletten, die habe ich immer hier in so einer Dose, schön mit Tagen drauf. So, und da kommen dann quasi diese kleinen Tablettenstückchen. Ich habe das so geviertelt, also 1,5 Tabletten bekommt er. Die stopfe ich dann da quasi rein. Ne, das sieht dann so aus. Und dann freut sich Ruby über seine präparierte Möhre. Komm mal hier. Möhrchen-Time, Tabletten-Time. Tabletten-Time. So ist fein. Und schön kauen. Der Herr spuckt das nämlich gerne auch mal aus. Ja, du spuckst das auch gerne mal aus. Alles drin geblieben, ja? Ja, eklig, gell? Jetzt haut er gleich wieder ab, ne? Achso, er geht an seinen Trog, weil er mir jetzt zeigen möchte, dass er Hunger hat und dass er sein Müsli wahrscheinlich haben will. Oder? Hast du noch Futter drin? Du hast ja noch Futter drin, ein bisschen. Ja, dann ist alles gut. So, nachdem der Ruby jetzt endgültig getrocknet ist, gehen wir nochmal mit der Bäsche drüber und machen nochmal ein bisschen den Schweiß da raus, gell? Ja. Aber das ist ja mit dem Abschwamm immer ganz gut, dadurch verkleben die ja nicht mehr so, dann trocknen die nicht so klebig. Da kann man immer schon ganz gut die obere Schweißschicht runterholen. Ja. Und du da hinten frisst einfach, gell? Ja. Ist dir wurscht, gerade ob ich dich putze oder nicht. So, ich habe irgendwie eine Wackelhand, irgendwie ich zitter voll vom Reiten, noch von vorhin. Nachdem ich jetzt alles weggeräumt habe, die Box gemacht habe, Medikament gegeben habe, ja, steht jetzt das Abendfutter an und damit quasi meine Verabschiedung für Ruby für heute. Und damit ist Tag 1 auch schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns ja dann morgen schon wieder. Und dann sage ich schon mal, euch einen schönen Abend, bis morgen. Ciao.